Ruth und ich sind in Dänemark angekommen, an unserem Stadtort. Wir freuen uns. Jetzt geht es in diese Richtung zuerst weiter. Ja, guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Wie gesagt, Ruth und ich sind heute in Dänemark unterwegs. Wir sind hier nicht so weit von der deutschen Grenze, an der Flensburger Förde. Auf dem Gendarmenpfad. Dann geht hier auch der Pilgerweg durch und wir beide machen eigentlich hier den Europa-Fernwanderweg Nummer 6. Und schaut mal, wie es hier steil ist. Und das in Dänemark. Schöne Natur. Zwischendurch hat ganz interessante Teiche. Sogar noch eine Ente drin. Und viel Schilf. Und die Ruth muss wieder warten auf mich. Da hat man fast ein bisschen das Gefühl, man sei im Urwald. Und da vorne kommt nämlich wieder ein Haus zum Vorschein, ziemlich versteckt. Liebe Wanderinnen und Wanderer, wir sind wieder an einem ganz schönen Ort unterwegs, da an der Flensburger Förde in Dänemark. Da auf der gegenüberliegenden Seite ist Deutschland. Da hinten sieht man noch die Ochseninseln. Das sind zwei Inseln. Und jetzt hört man schön das Plätschern vom Wasser. Es ist einfach toll da, diese Gegend. Ich wünsche euch ja gute Unterhaltung bei unserer Wanderung. So, von da hinten kommen wir jetzt und da fast auf jedem Pfosten ist ein Wasservogel. Und da geht jetzt unser Wanderweg weiter. Alles schön am Ufer entlang. Einfach so schön. Und da ist noch so eine wilde Gegend, alles eingezäunt. Schön. Das da ist unser Wegzeichen. Leider fehlt jetzt der vom E6.
Das ist ganz ein toller Weg in der Natur. Viele Pflanzen, verschiedene, da sind Nesseln. Oh, ist das schön. Da kommt man ganz in Schwärmen. Auch wenn keine Berge vorhanden sind. Und da sind wir jetzt gerade gekommen. Dieser Baum, das ist auch noch interessant. Diese Rinde. Oh, zum Glück geht unser Weg nicht da runter, sondern hier weiter. Da kommen wir jetzt an einen Golfplatz. Auf der linken Seite und da auf der rechten Seite sieht man zum Teil runter zur Förde. Schaut euch mal dieses Haus an da. Stroh gedeckt mit diesen vielen tollen Blumen. Ein typisches dänisches Haus. Oh, ist das schön. Wir sind ja hier auf dem Gendarmenpfad und das kommt von früher her, wo die Zollbeamten auf diesem Weg den Kontrollgang absolviert haben. Die sind also hier durchmarschiert, weil auf der anderen Seite, hier von der Förde, ist ja Deutschland. Und jetzt wurde der als Weitwanderweg eingerichtet. Oh, da vorne, wie ein Tunnel wieder. Das ist ganz schön. Ein Ährenfeld.
ist es schön. Kleines Brücklein und da auf dieser Seite ist noch ein großer See und ist verbunden und da sieht man jetzt auch gut, wie das Wasser ausfließt und da drüben die Einbuchtung und jetzt kommt wieder ein Wellengang. Wahrscheinlich nur ausgelöst durch dieses Boot dort draußen. Die Sonne kommt zum Vorschein. Da ist es relativ breit. Auf der anderen Seite sieht man noch einen Leuchtturm. Aber es ist da relativ wenig Verkehr auf dem Wasser. Dafür haben wir einen sehr schönen Wanderweg. Ja, das da hier ist Dänemark. Und da vorne noch ein Leuchtturm. Wellengang hat ganz leicht zugenommen. Und da vorne sieht man schon die Zugbrücke hier. Und da noch der Leuchtturm. Ein paar Fischerboote. Jetzt sieht man gut die Zugbrücke. Unser Ziel. Oder ein bisschen dahinter. Da ist das Wasser ganz ruhig, so in einer Art Bucht. Und da vorne ist der Campingplatz. Und da oben, aha, ja, da sieht es so fast nach Regen aus momentan. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen trocken bleibt.
Und da noch ein Blick auf das Wasser raus. Einen Blick zurück auf den Campingplatz. Dort trafen wir noch einen Schweizer, der hier Urlaub macht. Da sind wir jetzt ein bisschen in einem sumpfigen Gebiet. Da hier läuft man fast in einem Kanal. Da kommt ein kleines Bächchen raus. Und da ist es jetzt ein bisschen nass, aber ist nicht schlimm. Es ist halt ein bisschen ein Sumpfgebiet. Und solange ich niemanden rausziehen muss, geht es ja noch. Da ist es jetzt doch ziemlich sumpfig. Wenn man da am Strand entlang geht, geht es noch gut. Mal ein Blick zurück. Und da hier draußen, genau da hier vorne, da ist der Durchgang zur Ostsee. Das ist ein Seitenarm von der Ostsee hier. Und ich hoffe,
dass da vorne Ruth irgendwann mal wieder auftaucht und nicht irgendwo im Sumpf stecken geblieben ist. Sonst muss ich sie noch bergen. Ah nein, sie kommt daher frisch fröhlich. So, jetzt sind wir schon bald da vorne. Es ist nicht mehr weit. Ein Blick zum Campingplatz zurück. Und das eine schöne Liegenschaft. Und jetzt geht der Weg hier unten durch. Nochmal Richtung See. Oder da gesagt, besser gesagt, an die Flensburger Förde. Jetzt wird es auf einmal auch heiß. Und da kommen wir wieder an den Strand. Da gibt es einen Strandweg für uns jetzt. So, da sind wir jetzt schon bald am Ende von unserer Wanderung. Und da vorne geht jetzt, man sieht es da hinter dem Baum, die Brücke hoch. Dass diese Schiffe da, die davor stehen, passieren können. Jetzt können diese Schiffe da passieren. Die Brücke ist oben. Kommt auch noch eines raus. Und jetzt gehen sie schon wieder runter. Jetzt ist wieder ganz geschlossen und jetzt kann dann der Verkehr wieder rollen. Das jetzt auf der anderen Seite auch noch seine Einbuchtung. Wir befinden uns da im Industriegelände von Gravenstein. Ich sage jetzt der deutsche Name und nicht der dänische. Übrigens, hier in Gravenstein hat auch die dänische Königin die Sommerresidenz. Wir entscheiden dann noch am Bahnhof oben, ob wir das auch noch schauen gehen. Aber wahrscheinlich schon noch. Ich glaube, wir haben genug Zeit. Wir müssen erst um 8 Uhr wieder beim Bahnhof sein von Flensburg. Da drüben sieht man noch einen Teil vom Industriegebiet. Und hier haben wir wieder diesen See erreicht. Ich schreibe es dann hin, wie der heißt. Ich kann das nicht aussprechen. Für mich zu kompliziert. Ich
Ja, es ist auch noch ein ziemlich großer See. Man sieht da nicht den ganzen. Geht dann noch links hoch. Und da vorne eine moderne Überbauung. Und da vorne auch bei diesen modernen Häusern halten wir dann links. Den letzten Blick für heute auf dieses Gewässer da. Wir werden das jetzt dann verlassen. Und da ist auch noch wahrscheinlich ein Fischkutter. Da drüben hat es auch noch ein paar interessante Häuser. Ja, das ist ein rechtes Schiff. Ein modernes Wohnquartier. Hier im Hafengelände von Ravenstein. Ein riesiger Baum da, dieser Durchmesser. Der muss weit über 100 Jahre alt sein. Und da vorne nochmal. Wir sind jetzt da doch noch unterwegs zum Schloss. Aber wahrscheinlich kann man nicht rein. Weil ich vermute, die Königin wird dort gerade anwesend sein. Und auf dieser Seite, leider sieht man das nicht, ist noch ein großes Sumpfgebiet. So, das wäre Grästen oder Gravenstein. Das Dorfzentrum. Schön mit Blumen geschmückt. Das ist also, wenn man so will, die königliche Stadt. Jetzt geht's zum See runter. Und zum Schloss sehen wir von hier. Oben hat man keine Chance, zum Schloss ranzukommen, weil die Königin gerade oben ist. Park voll mit Enten. Und da hier vorne ganz schöne Blumen. Schön. Voll mit Schwänen der See und da drüben das Schloss, wo momentan wahrscheinlich die Königin gerade ist.
So, das ist der Bahnhof von Grästen oder Gravenstein. Hier beenden wir unsere heutige Reise. Ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt oder uns begleitet habt. Oder Ruth? Ja.